Und willkommen zurück bei Let's Play Folklore. Wir haben Kapitel 1 mit Alan abgeschlossen, das heißt, es geht jetzt direkt weiter mit Keats. Das heißt, es geht direkt weiter. Wir machen jetzt Kapitel 1 ebenfalls mit Keats. Ihr habt es ja so gewünscht, dass wir es parallel machen. Keats hat solcher Art übernatürliche Ereignisse miterlebt, an die er normalerweise nicht glaubt. Jetzt ist er besessen von dem Geheimnis um einen Mord und die Unterwelt. Nicht lang schnacken. Wir klicken direkt an. Kapitel 1, Vision. Das heißt, wir müssen jetzt mit Keats auch zu dieser Suzette. Ich weiß vieles nicht. Wer war das am Telefon? Und die Frau von der Klippe? Was hatte sie mit den toten Mädchen zu tun? Was ist geschehen? Habe ich nur geträumt? Vielleicht sollten wir diese Suzette dazu befragen. Wink mit dem Brückenpfeiler. So, ich frag mal eben, ob der schon irgendwie eine Quest hat, aber ich glaube, noch sind wir nicht so weit, wa? Quest. Okay. Keine Quests. Wo spielt denn hier Musik? Aus einem unsichtbaren Radio. Na ja, gut. Boah, ich muss gleich unbedingt nochmal einen Hustenbonbon nehmen. So, dann laufen wir jetzt mal zu Suzettes Haus. Das war ja hier unten. Ich meine, das hier war das. Ja. Ach, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ich bin so klug. K-L-U. Na, ihr wisst schon. Du schon wieder. Ich unterstütze den Klippensturz dieser... Ich unterstütze. Mein Gott. Ich untersuche den Klippensturz dieser Frau. Ihre Tochter soll in diesem Dorf wohnen. Mir egal. Die Porzellanfigur. Was ist mit dieser Puppe? Hä? Ich mach's einfach mal kaputt. Und? Was ist damit? Wie hast du... Oktober 1989, vor 17 Jahren. Eine glückliche Familie, nicht wahr? Gib das her! Hey, beruhige dich. Deine Mutter bat mich, das zu tun. Was? Unmöglich! Oh. Geht gar nicht. Moment, ich muss mal eben gucken. Ich glaube, ich hab's jetzt... Ich hab jetzt was übersprungen aus Versehen. Doch nicht, das sah nur so aus. Alles klar, weiter geht's. Aber dieses Foto... Sie lächeln. Sind sie es wirklich? Meine Mutter war diese Puppe sehr kostbar. Dieses Foto wurde vor meiner Geburt gemacht. Kommt es dir nicht komisch vor? Ja, so kenne ich sie gar nicht. Die Mutter, die ich kenne, war ein Monster. Sie wollte, dass du das Dorf verlässt. Du bist ihr sicher nicht gleichgültig. Mein Gott, wer lesen kann. Sie war nicht nur böse. Gut, dann finde es raus. Wer hat Mutter ermordet? Und was ist mit meiner Familie passiert? Und warum müssen hier mal alle direkt schreien? Na schön. Aber ich muss mir das Foto ausleihen. Ich wusste, dass mit der Puppe irgendwas ist. Vor allen Dingen, wie er immer läuft, ne? Voll lässig. Hände in der Tasche. Juti, juti. Ein Foto. Okay, dann wäre es ja ihr verdammt viel größerer Bruder gewesen, wenn sie danach auf die Welt gekommen wäre. Aber dieses Jahr, der Vater und der Junge sind ja tot, ne? Ach ja, die Mutter ja auch. Ach Gott, oh Gott. Ich werde verrückt. Dieses Foto gibt es wirklich. Suzette ist die Tochter von der toten Frau von der Klippe? Wer ist dann das andere Mädchen? Also es ist ein Mädchen. Ich habe sie gestern zu dieser Hütte gebracht. Es ist Zeit für ein paar Fragen. Ach, der meint Alan. Alan? Ja, Alan, richtig. Okay, dann gehen wir mal zu der Hütte von Alan. Wo war die denn nochmal? Ich glaube, die war hier, oder? Ah. Dann ist sie jetzt bestimmt weg. Doch, sie ist noch da. Hm? Du warst auf der Klippe? Ich bin Keats, ich bin Reporter. Ich bin Alan. Diese Frau war also doch nicht deine Mutter. Gute Neuigkeiten, trotz widriger Umstände. Hm.
Kanntest du diese Frau? Sie bat mich um Hilfe. Keine Ahnung, warum. Ein Brief brachte mich her. Vielleicht war er von ihr. Die Tochter der Frau könnte etwas wissen. Sie wohnt in der Nähe. Ihr Name ist Susette. Danke. Ich versuche es dort. Das ist alles ziemlich verwirrend. Die Frau wurde wahrscheinlich ermordet. In diesem Dorf kennt jeder jeden. Ein Fremder ist immer verdächtig. Du meinst uns? Außer mir warst nur du auf der Klippe. Was meinst du? Nichts, ich versuche nur aus all dem schlau zu werden. Ich wollte etwas über meine Vergangenheit wissen. Hoffentlich gibt das keine böse Überraschung. Also hohe Töne lässt meine Stimme noch nicht so wirklich zu. Man hört es wahrscheinlich. So, das haben wir im Kasten. Alles, was ich vorzuweisen habe, ist dieses Foto. Ja, kennen wir. Das Totenandenken bringt einen also in die Unterwelt. Das probiere ich aus. Ich warte, bis es dunkel wird und gehe zum Hensch. Mach eine Pause auf dem Sofa, damit die Zeit vergeht. Wie, hat er kein Bett, der arme Kerl? Ah, ist er echt hier. Voll das Hobbitviertel. Gut, machen wir eine Pause auf dem Sofa. Ausruhen. Der sagt ja gar nichts. Der Alan hat noch was dazu gesagt. So. Gut, jetzt ist es dunkel. Jetzt gehen wir zum Hensch. Einmal quer durchs Dorf. Cool. Das Kreuzchen. Das Hammer. Du hast also das Andenken. Die alten Übermittler erhörten solche Wünsche und brachten auf der Mitte des Steinpodests ein Totenandenken dar, um die Tür zur Unterwelt zu öffnen. Und was passiert dann? Lausche den Stimmen der Toten. Sie verraten, wo sich die Tür zur Unterwelt befindet. Du findest sie an einem Ort, der zu Lebzeiten von großer Bedeutung für die Toten war. Na super. Objekt benutzen. Objekt benutzen. Familienfoto. Trommelwirbel. Wusch. Der Ort unserer Familienerinnerung. Ich werde zum Leuchtturm gehen. Ein Leuchtturm, was? Dü-dü-dü, ich juckel mal zum Leuchtturm. Muss ich das wenigstens nicht manuell erledigen? Kiezi, kiez, 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 kiez. Geister führten mich hierher, in die Unterwelt? Eine alte Erzählung von einer Reise in die Unterwelt. Großartig. Ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Glitzerzeug und alles viel zu bunt für unseren lieben Kiez ist. Glückwunsch, du hast die Tür zur Unterwelt geöffnet. Aber die Tote, die du suchst, ist in den Tiefen des Fairy-Reichs verschwunden. Meine Herrin erwartet dich, sie wird dich führen, sie wird dir den Weg weisen. Worauf willst du hinaus? Du meinst, sie ist da drin? So ist es, hier, nimm das. Du wirst es in der Unterwelt brauchen. Ah, Fairy-Reich, Bildband Seite 1.
gucken, ist es das gleiche wie bei Alan? Nee, ist tatsächlich anders. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Ja, das ist ja ziemlich cool, dass sich dann die beiden Spiele doch recht unterscheiden. Ich meine, der grobe Spielfluss ist der gleiche, aber ansonsten... Tja, ich mache mir jetzt auch nicht die Mühe, ich rede jetzt nicht mit den ganzen Zwergen nochmal. Oder möchtet ihr das gerne? Dass ich mich mit all diesen Fairies, die hier überall rumstehen, mit denen man reden kann, dass ich mich mit denen nochmal unterhalte. Warte, ich gehe jetzt mal hier lang. Ne, warte, von da bin ich ja gekommen, ich Idiot. Da lang. Moment, habe ich schon irgendwie was zum... Moment. Ne, wo war das? Hier. Aber noch habe ich ja keinen anderen. Richtig. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Da sind sie. Nur die Haken kommen in den Garten. Gucken, ob ich den kleinen krieg. Wow. Der macht ja nicht sonderlich viel. Den habe ich schon drin. Wenn ich Fächer frei habe, dann... Cool. Oh, Fairy-Reich Bildband 2. Cool. Direkt mal reingucken. Gegen so einen großen Oschi, das Vieh, was wir gerade... Also gegen Käfer-Hoschi. Kleine Tentakelvieh, was wir gerade hier eingesackt haben. So, hier sind keine mehr. Keine Aufbewahrungsdingsies mehr. Nein, oder? Nein. Gut, dann gehen wir zurück. Also wie gesagt, wenn ihr gerne möchtet, dass ich mich mit diesen ganzen Fairies hier unterhalte, die Tipps und Hinweise und sowas geben, dann sagt mir das, dann mache ich das. La la la, la la la. Komm schon. Let's go. Zwei auf einmal. Einkreisen lassen. So, das war's aber doch noch nicht bestimmt. Doch, das war's tatsächlich. Okay, dann geht's weiter. Da ist so ein dicker blauer Punkt am Ende. Ob das wirklich irgendwie so ein Hinweis ist, hier geht's weiter? Hab da noch nie so drauf geachtet, bis auf jetzt. So, ich meine die Kerlchen. Wenn ihr wollt, dass ich mich trotzdem mit diesen Kerlchen hier unterhalte. Ein Mädchen war vor dir da. Sie suchte nach ihrer Mutter, was wohl geschehen ist. Das ist nicht wirklich hilfreich, aber... Möchtest du noch etwas wissen? Kämpfe, Kammer freisetzen, die Felsen ist schon gut. Ich...
Entschuldigung, ich weiß das ja eigentlich alles schon. So, mal gucken. Andere tote Seelen triffst du, indem du die Tür mit einem Andenken öffnest. Aber nicht immer liegt auf der anderen Seite das Fairy-Reich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Achso, hier muss ich weiter, okay. Aber jetzt hat er auch... Guck an, es sind auch andere Viecher. Ich werd bekloppt. Schwert bekloppt. Mit den kleinen, mit den Stäben. Das sind die hier, ne? Ja. Ja, ich glaub schon. Okay. Au! Okay, der hat Wumms, der Sack. Au! Auch zur Seite hin. Kleines Mistvieh. Boah, der hat ja Wumms, ey. Bamski! Die Wandlungspunktanzeige WP hat maximal Drücke gleichzeitig L3 und R3. Dann führt Kiez eine Wandlung durch. Was bringt mir das? Die Wandlung? In der Wandlung bist du zeitweise unbesiegbar und kannst mächtige Angriffe starten. Dies endet, wenn die Standardgleichzeuge werden oder die WP-Anzeige 0 erreicht. Alles klar. Ah, ich habe mich schon vorher gefragt, warum ich so einen komischen Balken hier noch habe. Ach du Scheiße. Okay, die hüpfen da hinten rum. Und da hüpfen noch welche rum. Ach, von da bin ich gekommen. Ah! Du bist eine pulsierende Baumnuss. Also ich sehe im Moment noch keine Verwendung dafür. Für Superkräfte. Ich warte darauf, dass ich irgendwie so ein dickes Vieh bekomme. Ah, oh, die bunte Blumenwiese. Straße von Daru. Die Welt kann das Reich nicht wechseln. Sie nutzen eure Kräfte, um andere Welten zu erreichen. Aha. In Ordnung, ich erkläre es dir. Chancenangriff? Je stärker der Angriff des Feindes, desto mehr ist er darauf festgelegt. Versuch ihm auszuweichen, bekommst eine Chance. Du wirst geheimnisvolle Papierfetzen finden, auf denen Fuchs abgebildet sind. Einmal habe ich einen in einer Sackgasse entdeckt. Ogmas können launisch sein. Wenn es nicht nach ihrer Nase geht, hauen sie ab. Mhm. So. Viel Neues hat er mir jetzt nicht erzählt. Selbst meiner Katze wird es jetzt gerade zu öde. Haut ab. Oh, hier geht's auch lang. Muss ich hier lang? Weiß ich nicht. Haha. Okay, ich würde sagen, das wäre jetzt eine ganz gute Gelegenheit, oder? Ja. Na guck. Wirklich nicht schlecht.
Na guck. Ein bisschen Lebensenergie zurückgekriegt. Na guck. Andraste, Zerstörungselement, Angriffe, geradlinige Angriffe, Laden für große Reichweite. Aha. Das versuchen wir doch mal. Bats. Okay. Naja, gut. Oh. Ah. Ich wollte gerade sagen, der zieht aber mächtig viel Energie ab. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich während der Kämpfe nicht ganz so viel sabbel. Es sei denn, es läuft besonders gut oder besonders schlecht. Mal gucken, von da bin ich gekommen, oder? Ich glaube, von hier bin ich gekommen, hm? Habe ich da, glaube ich, gegen den Dings gekämpft. Ja, ja. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Eben gucken. Kann ich jetzt nach links den langen Gang weiter oder nach rechts? Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Ich könnte mal Kann ich hier irgendwie... Ne. So. Okay. Was steht denn da? Die Stacheldinger? Ja, ich glaube schon. Da komme ich nicht durch. Gucken vielleicht hier mit. Auch nicht. Nee, hier komme ich noch nicht durch. Da jetzt alles versucht, oder? Ja. Na gut, also hier kommen wir noch nicht durch. Dann gehen wir halt erstmal zurück. Wow! Woppa! Yeah.
dünne Nervensäge. Das ist aber nicht nett. So, ich nehme ja schon wieder viel zu lange auf, merke ich. Si. Dann mache ich jetzt mal hier einen kurzen Cut. Ach du Scheiße. Ja, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut. Und da lasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Keats im Let's Play Folklore. Bis dann. Ciao.